Hallo liebe Panzerfahrer, hier ist Valerie. Im August haben wir viele tolle Ereignisse erlebt. Das Update 1.10 mit den neuen polnischen Panzern, das Comeback der Karte Perlenfluss, nette Geschenkpanzer, stählerne Jäger, Denkrewards und vieles mehr. Schreibt bitte in die Kommentare, welches Ereignis euch am meisten Freude gebracht hat. Und ich erzähle euch alles über den bevorstehenden wunderschönen September. Fürs Erste erinnere ich euch, dass die Verschnaufpause des 5. Aktes bis zum 12. Oktober dauert. Ihr habt also noch die Möglichkeit, Jubiläumsmünzen zu verdienen und sie für wertvolle Dinge und coole Anpassungselemente auszugeben. Übrigens, alle Anpassungselemente der vorherigen Akte sind immer noch im Jubiläumsladen verfügbar. Wählt die besten und schmückt eure Lieblingspanzer. Falls ihr euch in letzter Zeit im Spiel nicht angemeldet habt, dann macht das jetzt. Auf euch wartet ein großer Satz kleiner, netter Panzer als Jubiläumsgeschenk. Oben an der Spitze bringt wieder Rabatte auf zwei Panzerlinien. Vom 5. September bis zum 5. Oktober auf den Zweig des Panzerkampfwagen 7. Und vom 20. September bis zum 20. Oktober ist der T110E4 dran. Und gerade jetzt läuft diese Aktion für den Zweig des Objekt 140 auf Hochtouren. Nutzt die Rabatte auf Panzer und erfüllt besondere Aufträge für zusätzliche Besatzungserfahrung, fünffache Gefechtserfahrung, persönliche Reserven und Verbrauchsmaterial. Spielt vom 5. bis zum 8. September mit jedem Fahrzeugtyp außer der Artillerie und erhaltet zusätzliche Erfahrungspunkte, Verbrauchsgegenstände und Reserven. Dazu müsst ihr nur eine Reihe einfacher Missionen abschließen. Viel Glück dabei! Verpasst nicht die Chance, vom 12. bis zum 15. September eure Besatzungen zu verbessern, sowie euch Verbrauchsmaterial und Reserven zu besorgen. Dabei helfen verschiedene Preisnachlässe und einfache Missionen. Versammelt eure Freunde oder Clankameraden in einem Team vom 19. bis zum 22. September und zieht zusammen ins Gefecht. In diesen Tagen ist es nicht nur lustiger, im Zug zu spielen, sondern auch vorteilhafter, da ihr nette Belohnungen dafür erhalten könnt. In den kühlen Herbsttagen vom 26. bis zum 29. September wartet Fieber auf uns. Das Erfahrungsfieber natürlich. Wir haben sehr viele zusätzliche Erfahrungspunkte für euch und die Möglichkeit, einen Tag Premium-Spielzeit zu kriegen. Vom 4. bis zum 28. September läuft eine weitere Denkrewards-Aktion. Erfüllt Missionen, verdient Marken und erhaltet ausgezeichnete Belohnungen. Darunter auch die folgenden Panzer. T14, Stritzwagen M4257 und Typ 3 Chinookai. Wie wäre es mit einem Panzerquiz? Diesmal werden wir Panzer anhand ihrer Silhouetten erraten. Seid ihr bereit? Dieser schwere Panzer hat sich während seiner gesamten Spielzeit von den besten Seiten gezeigt. Seine gute Panzerung und beeindruckender Schaden machten ihn zum Liebling vieler Spieler. Könnt ihr erraten, um welches Fahrzeug es sich handelt? Der nächste Gentleman kommt aus Großbritannien. Dieser leichte Panzer der 30er Jahre wurde nie in Dienst gestellt und wurde einfach in andere Länder exportiert. Und hier haben wir einen amerikanischen mittleren Panzer, der während des Zweiten Weltkrieges hergestellt wurde. Ich bin sicher, viele von euch können ihn erkennen. Schreibt eure Antworten in die Kommentare unter diesem Video. Für heute wäre das alles. Abonniert unseren Kanal, schenkt mir ein Like und klickt auf das Glöcklein, so verpasst ihr kein neues Video. Viel Glück auf dem Schlachtfeld, bis zum nächsten Mal!